Willkommen zurück, Digimon-Freunde, zu Digimon World Next Order. Ich habe vor, jetzt gegen Belfemon zu kämpfen. Kirubimon hat uns ja den Auftrag gegeben, dieses Dämonen-Digimon zu besiegen. Und danach würde ich ganz gerne noch gegen die beiden kämpfen. Ob wir das tun, hängt ganz allein davon ab, ob wir gegen Belfemon schon die Echse brauchen oder nicht. Wenn nicht, dann ist alles gut. Wenn doch, naja, dann ist nicht alles gut. Denn gegen Jasmine und Gankumon will ich auf jeden Fall die Echse zur Verfügung haben. Ach man, ich muss noch gegen die kämpfen. Na gut, sind ja kein großes Problem, aber kostet mich ein bisschen MP und TP, die ich ganz gerne für den Kampf gegen Belfemon aufbewahrt hätte. Naja. Wir werden sehen, ob wir es überhaupt gegen Belfemon so schaffen. Wenn wir die Echse brauchen, dann ist ja eh alles gut. Dann gewinnen wir auf jeden Fall. Was ich heute auch unbedingt noch machen möchte, ich möchte nochmal zum Serverturm gehen, um Kaiser Greymon das Efeu zu geben, was wir vom Dornenpalast geholt haben. Denn er wird danach wahrscheinlich noch andere Sachen wollen. Und wenn ich die ganze Zeit durch die Welt laufe, ist es ganz gut, wenn ich dann auch tatsächlich das verbinden kann. Also, das hätten wir eigentlich schon sehr viel früher machen sollen, glaube ich. Ist aber egal. So, hier ist Belfemon. Na, man sieht wieder nichts, weil Alphamons Flügel im Weg sind. Wer wagt es, meinen Schlaf zu stören? Du bringst nur Unglück über dich. Ich bin Belfemon von den 7 tödlichen Digimon. Wie du siehst, versuche ich zu schlafen. Warum störst du mich? Wie bitte? Du willst die Macht eines Dämonenlords leihen? Dann kämpfen wir, auf dass du meine Macht erleben kannst. Ja, kämpfen wir. Na gut, ich werde es kurz machen und dann weiter schlafen. Die Sache bei Belfemon ist, das ist seine Schlafform. Die ist jetzt eigentlich nicht so mächtig. Ja, sie ist doch mächtig. Aber das eigentliche Problem ist, wenn er erstmal in den Rage-Mode geht, dann können wir nämlich wirklich Probleme bekommen. Und Zweikämpfe... Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Heildisk. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Okay. Ja, aber gegen ihn kommen wir schon klar ohne Echse. Aber ich weiß halt nicht, ob er noch in den Rage-Mode geht. Ich denke schon. Und dann haben wir natürlich ein Problem. Ich versuche das mal so. Fähigkeiten fusionieren ist ja auch schon sehr stark. Mal gucken, was das ausrichtet. Oh. Bin ich zufrieden mit. Ah, jetzt greift er an. Ewiger Albtraum. Ah, darauf muss ich achten, dass ich das abwehre. Gerade weil ich so wenig Heildisks habe. Ja, und das zieht halt schon viel ab. Ich sehe ihn aber auch gerade einfach nicht. Ah, ich gebe mal beiden noch eine. Wir machen auch gerade auch nicht so wirklich viel Schaden. Ich erhöhe mal den Angriff von Metall Garurumon. Es geht aber gerade auch gar nichts mehr gut. Wir brauchen auch endlich den besseren Itemladen, ey. Was macht Metall Garurumon überhaupt? Ich meine, ich bin froh, dass wir keine großen MP-Probleme mehr haben. Das war ja auch mal anders. Doppeldisk, nee, die nehme ich hier für sicher nicht. Okay, wir kriegen sehr viel Befehlskraft dazu. Ich könnte jetzt auch die metallische Wolfskralle einsetzen oder die Eiswolfskralle. Aber nicht fusionieren. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich weiß nicht, wie stark es ist. Ich versuch's einfach mal. Und danach muss ich abwehren, denn er greift ja danach sofort an. Üblicherweise. Schauen wir mal. Nö, er ist schon besiegt. Okay, dann war ja alles gut so. Geld, ja, ein bisschen Statuswerte erhöhen ist auch ganz gut. Okay, bin ich zufrieden mit. Na gut, ich erkenne deine Stärke. Ich vermute, mehr Kraft bringe ich nicht auf, wenn ich nicht ausgeruht bin. Die Dämonenwelt von uns 7 tödlichen Digimon ist verloren gegangen, also bin ich in dieses Land gezogen. Mir ist einerlei, wo ich bin, solange ich schlafen kann. In die Stadt? Naja, ich kann auch dorthin gehen. Okay.
Ja, dann ist das ja doch alles relativ gut machbar gewesen, denn wir müssen ja nicht mal gegen Bilfamon Rage Mode kämpfen. Ah! Und dafür vielleicht gegen Blumeramon? Nein, jetzt müssen wir hier hochlaufen, dann ist das doof. Ich habe mal ein bisschen MP. Ja, und da ist das schon erledigt mit diesem Blumeramon. Für einen Doppeldisk. Und wie, ich muss jetzt gegen das nächste kämpfen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich will doch nur mit Kurubimon reden, Manu. Hey. Das Böse, es ist verschwunden. Dank dir ist das Böse, das unsere Welt bedroht hat, verschwunden. Wache weiter mit deinem reinen Herz über diese Welt. Okay. Ja, dann haben wir das geschafft. Ich würde sagen... Ich kann auch noch zu Lucemon gehen. Das ist ja da unten noch. Oh, will ich das? Ich glaube, ich gehe erst zu Lucemon. Ich habe einfach Angst vor Jasmine und Gankumon. Da hinten ist Lucemon schon. Oh je, oh je. Lucemon hat 3 Formen. Das ist auch nicht wirklich, ja, einfach, wenn wir gegen sie kämpfen müssen. Ist auch ein Dämonenlord. Endlich begegnen wir uns, Takuto. Ich bin Lucemon. Ich habe dich beobachtet, seit du diese Welt betreten hast. Ihr Menschen seid so interessant. Gut und böse, schwarz und weiß. Ihr wisst jedenfalls, wie man Sachen regelt. Naja, wenn du denkst... was denkst du, wenn du mich ansiehst? Wird dieses Aussehen tugendhaft? Wie genau schätzt du so etwas ein? Also gut. Wie ist das mit diesem Aussehen? Ja, das ist der Fall-Down-Mode, oder? Heißt das so? Ich weiß es nicht. Bei Ophanimon heißt das Fall-Down-Mode. Ich weiß nicht, wie es bei Lucemon heißt. Auf jeden Fall ist das hier ihre Schwarz- und Weiß-Seite. Um es in menschlichen Begriffen auszudrücken, meine Existenz liegt jenseits von Konzepten wie Gut und Böse. Ich frage mich, wie du mich definieren würdest. Schwarz oder Weiß? Oder würdest du Gut und Böse verwenden? Wie steht es mit dir selbst, Mensch? Bist du gut oder böse? Komm schon, kämpfe mit mir und zeig mir, wie Menschen den Unterschied in diesen Dingen erkennen. Okay, wir müssen also gegen Lucemon kämpfen. Aber schon gegen ihre zweite Form. Das ist, glaube ich, ein Vorteil. Allerdings sehe ich, dass sie sehr stark ist. Level 58. Eventuell werden wir hier die Echse brauchen. Wobei wir gut Schaden machen, das auf jeden Fall. Ja, aber sie macht uns auch gut Schaden. Ja, und da ist Alphamon auch schon besiegt. Super. Ich muss erstmal mit Alphamon verteidigen jetzt. Dann kann ich wieder Heildisk verwenden. Verteidige nochmal. Aber ich werde hier die Echse verwenden. Dann verschieben wir das mit Jasmine und... Ah! Gankumon eben. So. Gar nicht lange fackeln. Ich hoffe, wir müssen nicht gegen die anderen Formen Ich hoffe, wir müssen nicht noch gegen die anderen Formen von Lucemon kämpfen, weil dann habe ich keine Chance mehr. Okay. Schauen wir mal, wie weit es kommt. Ah, ich liebe Omegamon. Passender wäre hier Susanomon. Aber Omegamon geht auch voll klar. Irgendwie leuchtet das heute auch komisch, habe ich das Gefühl. Jetzt gewinnen wir auf jeden Fall. Auch wenn sie jetzt rot oder lebendig einsetzt und uns mit der Kraft des Dunklen und der Kraft des Hellen attackiert. Aber was soll das schon?
Ich brauche noch ein bisschen Befehlskraft, dann kann ich sie sowieso erledigen. Ah, sie macht schon viel Schaden. Ah, jetzt habe ich was anderes gemacht. Das wollte ich nicht, das war dumm. Ah, das zieht uns das Leben ab, aber dafür werden wir stärker, oder? Oder welche Fähigkeit hast du? RTP-Verringerung, stärker Angriffsboost. Weißt du, das ist eine konstante TP-Verringerung, was dann schon ziemlich blöd ist. Vor allem, weil es nicht angreift. Was soll das denn? Was hast du denn hier für einen Modus eingestellt? Ah, das war jetzt wirklich so dumm von mir. Mal wieder. So, beenden wir es einfach. Oh, sie will auch angreifen. Oh, sie ist auch Erster. Das ist nicht so toll. Ich glaube, Blusumon ist gar nicht weiblich, aber... egal. In der deutschen Synchronisation der vierten Staffel war sie weiblich. Aber da waren alle Engel weiblich, was im Japanischen auch gar nicht der Fall war. So, das ist erledigt. Haben dich meine Worte verwirrt? Ich konnte spüren, wie du in unserem Kampf gezögert hast. Aber ich finde, du solltest die Antwort kennen. Deine Stärke, ich halte sie für eine Kraft des Guten. Durch sie konntest du reinbleiben. So gut, nicht wahr? Du hast mir nichts zu sagen? Na gut, dann werde ich dir meinen Glauben beweisen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, werde ich alles, woran du glaubst, auf den Kopf stellen. Ah, sie geht auch nicht in die Stadt. Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Wir werden nochmal gegen sie kämpfen müssen. Okay. Ja, im Frostweg ist, glaube ich, nichts mehr. Ich gehe hier trotzdem nochmal durch. Aber hier waren wir auch schon, glaube ich. Ja, Yogamon, wir müssen nicht kämpfen. Das tut dir nicht gut und mich kostet das nur wertvolle Zeit. Aber das hier hätte ich vielleicht ganz gerne. Ja. Ah, dann kämpfen wir eben gegen die drei Digimon hier, die lebensmüde sind. Nice and calm. Da war es nur noch ein Digimon. Na, Gururumon gegen Metallgarurumon. Das ist natürlich sehr, sehr fies. Gururumon ist ja sowieso schon so eine schwache Form von Garurumon. Und noch gegen das Mega-Level hier. Hast du wohl keine Chance? Nee. Ah, das ist jetzt doof. Oh, wie viele Pflaster brauchst du denn bitte? Ich schaue jetzt hier nochmal vorbei. Aber hier sind ja nur die, Wege. Ist Yanamon. Waren wir ja doch noch gar nicht. Ich finde, dass das Alphamon gleich schon wieder verletzt ist, weil es so wenig TP hat. Rede ich mit Dianamon? Vielleicht muss ich gegen sie kämpfen. Vielleicht kann ich es mir aber auch aussuchen, ob ich gegen sie kämpfe. Hier ist aber richtig viel los im absoluten Nullpunkt. Ich rede mit Dianamon. Was haben wir denn da? Einen Menschen? Tu nicht so freundlich. Willst du was von mir? Ja. Ein Geschenk von Minervamon? Ach, yo! Das Boxdesign. Da ist klar, von wem die kommt. Mal sehen, was drin ist. Was? Danke, dass du mir das gebracht hast, Takuto. Willst du Minervamon wiedersehen? Ich möchte etwas zurückschicken, aber ich habe leider nichts dabei. Würdest du für mich stattdessen einen Brief überbringen? Okay, sie schreibt einen Brief und den sollen wir jetzt Minervamon überbringen. Okay. Oh, das wirkt schon wie so eine Mission, die man tausendmal machen muss. Mal gucken. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ja, wir gehen jetzt erstmal zurück in die Stadt. Dann kann Gigimon uns erzählen, wer hier alles so neu eingezogen ist. Kirubimon hat sich der Stadt angeschlossen. Im Ausrüstungsladen. Oh, okay. Kakumon ist nach Floatin zurückgekehrt. Es ist direkt ins Restaurant gegangen. Es muss verdammt Kohldampf haben. Ja, es ist ja bei Seraphimon. Und Bilfimon ist wahrscheinlich im Dimensionsviertel, genau. So, 147 ist unser Wohlstand.
Da fehlt noch einiges, aber wir sind schon ganz gut dabei. Ich wurde ja auch in den Kommentaren gefragt, ob ich die 100% mache. Ich habe es auch beantwortet, ich sage es aber hier nochmal. Ich bringe den Wohlstand auf 200, außer es passiert da irgendwas, wo ich mir dann denke, oh, das ist eigentlich jetzt viel zu viel Aufwand. Das Gefühl habe ich bisher nicht. Deswegen denke ich schon, dass wir das machen. Ich werde aber nicht irgendwie den die Digimon-Enzyklopädie oder so vervollständigen, das dann nicht. So, okay, Rubimon, was verkaufst du mir denn? Wahrscheinlich Digitations-Items, oder? Ja. Aber nur fürs Ultra-Level. Wobei, das ist schon mal ganz cool. Ah, Garudamon. Magna-Angemon finde ich auch cool. Mega-Kabuteramon. Ach, das sind doch bisher alles die Digimon-Paten aus der ersten Staffel. Ja. Jetzt zweite Staffel. Und dritte Staffel. Immer noch dritte Staffel. Immer noch. Fünfte Staffel. Ja. Okay. Ich glaube, es gibt auch viele Digimon aus der zweiten Staffel hier gar nicht. Also. Beispielsweise. Was wollte ich jetzt sagen? Ankylomon oder Aquilamon. Habe ich hier noch nicht gesehen. Schade, aber ist halt so. So, Ikakumon ist hier Stammgast geworden. Und Seraphim. Wir können uns mal angucken, was er hier so verkauft. Das ist nämlich ganz schön teuer, aber. Auch ziemlich krass. Regenbogengetränk kostet jetzt nur 5000 Bit. Ist in Ordnung. Halt und ja. Erhöht das Leben, ganz gut. Aber guck mal, was das hier für Statuswerte verändert. Stärke 150. Hier das hier, richtig krass. TP plus 1000. Einfach mal so plus 1000. Kostet aber auch 30.000. Und das ist dieser Standard. Das ist das Standardding, das einfach alles richtig stark erhöht. Und wenn ich das hier nehme und halt quasi als Ernährung nutze für meine Digimon, kriege ich richtig starke Digimon am Ende. Kann ich bei denen ja auch schon ausprobieren. Würde ich aber eigentlich für die nächste Generation aufbewahren. Denn wir werden auf jeden Fall noch eine Generation auf jeden Fall haben. Naja. Ich rüste mich erstmal wieder ein bisschen auf. Geld haben wir ja mittlerweile genug. Und jetzt würde ich sagen, ist Nachmittag, okay. Ich gehe jetzt eben zu Kaiser Greymon und dann sehen wir uns gleich wieder dort. So, da bin ich wieder bei Kaiser Greymon. Wir geben ihm mal das Efeu. Das Dornen-Efeu, ja. Hast du den Dorn-Efeu von der Südseite des Dornpalastes in der Uguino-Einöde besorgt? Ja, habe ich. Wunderbar, das ist genau, was wir brauchen. Damit können wir die Holzenergie gewinnen. Gute Arbeit, Mensch. Okay, als nächstes brauchen wir Material für Windenergie. Ich brauche einen Geschwindigkeitschip. Uns fehlt schlicht und ergreifend noch einer. Entschuldige bitte diese schwierige Aufgabe, ich verlasse mich auf dich. Aber den kann ich doch einfach kaufen, oder? Digimail. Ich glaube schon, dass ich den einfach kaufen kann. Ich gehe jetzt mal eben zurück in die Stadt, gucke, ob wir den kaufen können. Danach wollte ich noch zum Logikvulkan und Minervamon den Brief überreichen. Ansonsten wüsste ich nicht, wo ich einen Geschwindigkeitschip herbekomme, aber irgendeiner verkauft den, ich bin mir ziemlich sicher. Das sind diese mega teuren Items. Wahrscheinlich nicht hier, oder? Nee, das sind Plugins. Dann im Hightech-Laden. In den ich nicht so einfach reinkomme. Du? Was sind nur Mini-Chips? Und die will ich jetzt nicht für 20.000 kaufen, wenn ich nicht weiß, ob es die richtigen sind. Du hast ja nur diese Teufelsdinger, ja. Die finde ich dann auch nicht so geil. Auch das hilft mir nicht weiter. Und du hattest, glaube ich. Genau, auch nur Quatsch. Oder wahrscheinlich ist es gar kein Quatsch, aber ich kann nicht das damit machen, was ich möchte. Okay, das ist ein bisschen doof. Muss ich mal schauen, wo ich so einen Geschwindigkeitschip herbekomme.
ich jetzt erstmal zu Minervamon. Ich habe ja die Befürchtung, dass es bei Minervamon noch sehr, sehr viel anstehen wird. Oder habe ich vielleicht noch einen Chip hier im Lager? Perfekt. Ich kann auch ein paar Sachen einlagern, denn ich habe doch relativ viel im Inventar gerade. Wobei, das muss ich einfach irgendwie loswerden. Ich habe aber auch so noch viele Chips, oder? Oh, jetzt habe ich zwei dabei. Ich hatte gerade schon... Okay, now. Ja. Das ist natürlich dann dumm. ja. Muss ich jetzt mit leben. Wir gehen noch zum Logikvulkan und dann würde ich eigentlich nochmal zu Kaiser Greymon gehen, damit wir das auch abgeschlossen haben. Wo wollte ich jetzt hin? Na, Ebene Hinterland, als ob ich da hinfliege. Ach, dann gehe ich jetzt erst zu Kaiser Greymon. Leute. Hier ist Mirage Gaogamon. Nein, ist Kaiser Greymon. Hier ist Mirage Gaogamon. Ich weiß nicht, seit wann es hier ist, aber es ist auf jeden Fall hier. Ich würde sagen, wir quatschen mal. Und wer bist du? Wer auch immer du bist, bitte geh. Oder bist du ein Bote des Kolosseums, der mich abholen will? Wenn du nicht weißt, was ich meine, dann ist es egal. Okay, dann müssen wir wohl das Kolosseum erstmal upgraden, bevor er sich unsere Stadt erbarmt. Okay, wenn er meint. Kann ich ja auch noch machen. Ich glaube, Kolosseum kann ich sowieso upgraden. Da habe ich schon die Materialien für. Naja. So, hier ist der Geschwindigkeitschip. Ah, du hast uns einen großen Gefallen getan. Die Sache mit der Windenergie wäre damit auch erledigt. Dann bräuchten wir noch Material für Erdenergie. Um Erdenergie gewinnen zu können, brauchen wir die Lebenskraft eines Digimon. Mehr als 8000 TP. Ach so, die maximalen TP sind aber nicht betroffen, wenn ich ihm die Energie abgebe. Dann ist es ja nicht schlimm. So, dann lad dein komisches Schwert da auf. Und das war's. Damit hätten wir auch die Erdenergie. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis mein Partner Magna Garurumon zurück ist. Mein Kumpel ist spät dran, ob er wohl unterwegs auf Schwierigkeiten gestoßen ist. Bitte dich um einen Gefallen. Könntest du wohl nach Magna Garurumon suchen? Und wenn es unterwegs Probleme gibt, kümmere dich bitte darum. Wie? Das überlasse ich dir. Magna Garurumon sucht nach Objekten, um Dunkel- und Stahlenergie zu gewinnen. Er ist vermutlich an einem Ort, an dem die Digimon sehr stark sind. Fällt dir da einer ein? Mehrere. Er könnte am absoluten Nullpunkt sein. Er könnte auch, wenn er diese Energie sucht, im Knochenresort sein. Toll, da möchte ich ja unbedingt hin. Oder er könnte auch hier unter der Stadt sein, in im Dimensionskessel. Nee, das heißt anders. Ihr wisst, was ich meine. Unendlichkeitskessel oder so. Irgendwo da könnte er sein. Ich weiß nicht wo. Irgendwo wird er aber sein. Vielleicht finden wir ihn jetzt hier im Logikvulkan, wo die Digimon gar nicht stark sind. Ich glaube aber nicht. Minervamon ist noch da oben. Von hier sieht man natürlich jetzt auch nicht viel. Ach, hängt doch nicht mehr überall fest. Und ich hasse das, wenn die Mails aufleuchten. Das ist ja wirklich unangenehm. Ja gut, zum absoluten Nullpunkt muss ich ja sowieso nochmal gehen. Wir müssen ja noch gegen Gankumon und Jessmon kämpfen, nicht Chessmon. Deswegen, wenn Magna Garurumon dort ist, was ich auch sehr passend fände, dann finden wir ihn dort auf jeden Fall. Jetzt erstmal mit Minervamon reden. Hast du Diana mal schon das Geschenk gegeben? Ah, und hat es ihr gefallen? Keine Reaktion, ha? Seltsam, ich habe Dianamons Lieblingssache da reingetan. Was, einen Brief? Ja. Ah, mal sehen. Liebster, wahrlich, für wahr, ha? Was ist denn das für eine altmodische Sprache? Das kann ich nicht lesen. Was zum Teufel ist das? Kann ich dich um noch einen Gefallen bitten? Eine grüne Geschenkbox. Oh.
Ey, diese beiden, ne? Wie viele Zehnerpunkte brauche ich noch? Ah, nicht mehr viele. Ja. Jedenfalls, Leute. Das hier wird noch so eine richtige Hin- und Her-Aktion. Da freue ich mich ja richtig drauf. Das tut mir jetzt ein bisschen leid für das Charmamon hier, aber naja. Ich würde sagen, ich kehre nochmal in die Stadt zurück. Im nächsten Part geht es zum absoluten Nullpunkt und dann weiter irgendwo. Mal gucken, wo. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch und bis dahin, wie immer, alles Gute.